Hallöchen, meine lieben Fans vom Horrorspielen. Willkommen zurück zu Amnesia der Dark Descent. Wir sind immer noch hier in diesem komischen Kerkergewölbe, in den Heiligtum vom Alexander. Leider habe ich diesen Bildschirm-Schwarzwert-Bug, also diesen Blackscreen-Fehler leider nicht beheben können. Da es momentan nur dazu englische Videos gibt und ihr wisst, mein Englisch ist no perfect. Ich werde halt notgedrungen immer Escape drücken, wenn der Blackscreen auftauchen sollte. Da müssen wir leider damit leben. Vielleicht schaffe ich es, diese Sachen da rauszucutten, vielleicht nicht. Mal schauen. Also ich werde jetzt mal so machen, wenn der Blackscreen kommen sollte. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach den ganzen Scherben der... Wir bleiben nicht zusammen. Sowas wie Kleber habe ich ja nicht, oder? Die Drüse eines giftigen Pilzes. Ach ja, wir müssen auch noch irgendwie was zusammenmodeln. Und es ist schon ein bisschen länger her, wo ich Amnesia der Dark Descent gespielt habe. Agrippa beeinflusst Weiher, das war man nicht. Momentus. Wenn er etwas um das Glas in das Blut im Folterraum in Querschiff zu tauchen. Agrippa, der sterbende Mann, braucht eine spezielle Entschuldigung, das ihm rettet. Auf einer Notiz steht etwas von einer Mischung, die aus drei Intelligenzen hergestellt wird. Es wird eine Kugel benötigt, um das innere Heiligtum zu gelangen. Seine Bruchstücke liegen in den Folterräumen verteilt. Na, ich hoffe, wir haben alle Teile zusammen. Eine Mischung, Notizzettel, eine Mischung für aus drei Notizen. Mal kurz gucken. Weiher sagt mir, dass er Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihn Entschuldigung aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tapete verabreiche. Die giftige Pilze sollten eine längere Wirkung haben. Dazu muss ich eine Drüse eines großen Expendulars finden, der altraunen scheint für den Sorte furchtbaren Boden zu sein. Da könnte ich einen Inhalt des entsprechenden Werkzeugs extrahieren. Blut, das Blut brauchen wir, ja. Die dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es dieser Welt ist jetzt schon allein das. Scheint das Wort des Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist ein Bestandteil des Sekrets des Wasserbewohner Karnek. Karnk. Ich muss mit Weiher darüber sprechen. Okay, das wird nicht so einfach, wie es ausschaut. Aber wenigstens haben wir schon die Giftdrüse von dem Pilz. Jetzt muss ich aber hier wieder zu dem Raum finden. Wo der eine aufgeschnitten wurde. Das heißt, wir müssen wieder den Rohren folgen. Wie gesagt, sollte der Blackscreen auftauchen, muss ich halt öfters Escape drücken. Geht halt leider nicht anders bei dem Spiel. Und die Gamma kann ich leider auch nicht hochstellen. Ich habe es jetzt gerade vorhin wieder versucht. Weil ihr seht, ich kann jetzt nur mal versuchen, die Gamma für euch hochzustellen. Grafik. Machen wir mal komplett hoch. Und besser geht das anscheinend für euch leider nicht. Ja, da hat schon wieder der Schatten gebrüllt. Ich fäll mal ein bisschen in die Richtung rein. Ja, ja, der Schatten ist gerade ein bisschen zornig. Habe ich das Gefühl. Ich glaube, hier drin war ich schon. Und Dennis Verstand sagt schon wieder, der Kopf drin und die Hände zittern. Also wenn ich mir der Kopf drin, zittern mir nicht die Hände. Komischerweise. Da ist noch eine Unterbüchse, die haben wir übersehen. Ich schaue jetzt natürlich in allen Räumen nochmal rein. Ich habe aber auch die Befürchtung, dass wir... nochmal da zurück müssen. Also hier in da, wo wir hergekommen sind. Weil wir brauchen ja noch das Blut. Und das haben wir ja noch nicht. Aber ich glaube, wir brauchen so eine Art Schnur oder Kette, um das Gefäß runterzulassen. Und es kann auch durchaus sein, dass hier auch ein paar Sammler rumrennen. Hier wäre zwar ein Seile... aber das will der irgendwie nicht. Wir haben hier so einen Behälter. Man kommt nicht an das Blut heran. Finde eine Möglichkeit, den Behälter herabzusenken, um das Blut darin aufzubewahren oder aufzufangen. Ja, wie gesagt, wir hätten hier Schnüre.
Aber wenn es was zum Einsammeln wäre, würde ja diese komische Krabbelhand kommen. Deswegen müssen wir irgendwo schauen, ob es hier irgendwo Räume gibt, wo noch Seile rumliegen oder Ketten. Weil ihr seht, wir haben hier nichts dabei, wo wir jetzt sagen könnten, hey, da kannst du jetzt das Gefäß dran befestigen. Okay, ich versuche jetzt mein Glück mal in der oberen Etage. Ich schau mal nochmal in allen Räumen nochmal rein, ob da nicht irgendwie eine Schnur ist. Ich mache jetzt hier auch mal die Kerzen an. Ich schau, ob hier irgendwie eine Kette oder Schnur zur Verfügung steht hier irgendwie. Ah. Ach, hier kann ich es nur antatschen, okay. Ne, hier gehen auch keine Schnüre. Kann ich einen Stuhl mitnehmen? Brauche ich nicht. Ich heiße ja nicht PewDiePie. Weil der YouTuber hat mich zu Amnesia The Dark Descent inspiriert. Auch wenn ich sagen muss, dass ich kein einziges Wort Englisch oder Schwedisch könnte. Weil der Gutste ist ja Schwede. So, ich schaue jetzt. Oder hat der Typ hier was, der da so rumhängt? Kann natürlich auch sein. Hallo, Dude, hast du was für mich? Nö. Der regt sich auch nicht mehr. Wundert mich sowieso nicht in dem Game, dass da überhaupt nichts mehr wirklich gut ist, also bis auf Agrippa rumrennt. So, ich geh mal kurz in den Schlaf. Okay. Da haben wir einen riesen Pott. Ja, und da haben wir dieses Monsterbild von Baron. Das hatte ich eigentlich in den anderen Raum mal erwartet, im Let's Play, dass das so auftaucht. Ich mach mal ganz kurz zu, nicht, dass der hier uns hier beobachtet. Da haben wir noch eine Zunderbüchse. Und da haben wir die Schnur, die wir brauchen. Wahrscheinlich triggern wir gleich was. Weil hier ist ja leider kein Schrank. Natürlich erstmal alles durchsuchen. Notizen zur Folter. Es sind einige wichtige Punkte über die Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktion der Opfer sehr unterschiedlich sein würden. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen oder der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke die erwartete weit übersteigen. Wurde der Wille des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch dem von mir gewünschten Effekt. Dennoch sind folgende Schritte einzuhalten. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist. Die Art der anzuwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer im Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an der Bevorstellung besetzt das Opfer noch in größere Angst. Bei Zufügen der Schmerzen sollte so großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen. Dann warten, bei der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften getätigt. Nur bei behutsamer Vorgangsweise wird der maximale gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist Amnesietrank zu verabreichen, um es später erneut zu versuchen. Und den hat anscheinend der gute Daniel auch geschluckt, weil er sich ja an viele Sachen nicht mehr wirklich erinnern kann. Boah, hell. Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse, oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie, ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf mein Tablett präsentiert haben wollen.
Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Oh, Alter. Da haben wir noch ein bisschen Lampenöl. Da können wir ja auch wieder ein bisschen nachfüllen, weil wir haben wieso so viel. Na okay, der leichte Kopfschmerzen, alles ist gut. Ganz ehrlich, dieses Laudanum oder wie heißt das Zeug nochmal? Laudanum, das ist bei ganz lieber Wille nicht wirklich effektiv so. Und jetzt passiert wahrscheinlich was, oder? Ach ja, jetzt ist das Gesicht von Alexander auch wieder auf einmal wieder normal. Ja, das hat jetzt angeblich Daniel gesagt. Der Schatten ist allgegenwärtig, glaube ich eher. So, jetzt muss ich noch schauen, wo ist jetzt der Raum mit dem Blut? Wahrscheinlich kommt jetzt wieder so ein Jumpscare. Ich kenn doch das Spiel. Ist das das? Bin ich richtig? Nö. Aber darin könnte ich mich zum Beispiel verstecken. Es ist halt wirklich so ein Spiel, du kannst dich nur verstecken. Mehr geht auch nicht. Ich wünschte, es wäre anders. Ich glaube, das ist der Raum. Ich meine, jeder vernünftige, okay, mehr oder weniger vernünftige Mensch, der würde halt eben eine Kette nehmen, ein Stuhl, ein Stück von Stuhl oder weiß ich nicht, um das, sich dagegen zu wehren. Zum Beispiel hier, schaut's mal her. Ich kann jetzt Gegenstände aufheben und kann es so machen. Wieso hilft das nicht gegen... Okay, ich bin im falschen Raum. Oder die Säcke hier. Kann ich ja auch so gegen das Viech werfen. Dass das keinen Schaden macht an dem Viech, das wundert mich. Wahrscheinlich nur ganz kurz benommen und dann wieder geht's wieder weiter. Wahrscheinlich ist es der Raum. Und Daniels Verstand ist schon wieder gaga. Warum auch immer. Das ist ja kein dunkler Raum hier. Kerzen leuchten hier rum. Tageslicht. Ja, den sein Verstand darf halt eigentlich gar nicht überhaupt gar nicht gaga sein. Aber ich will nicht wissen, was Daniel schon so alles miterlebt hat hier auf der Burg. Da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass den sein Verstand komplett für einen Eimer ist. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt haben wir halt einmal das hier. Aber wo ich das andere herkriege, ich habe keine Ahnung. Kann ich euch leider nicht sagen. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder Spukmoment, oder? Weil ich ja wieder was Schönes für mich erreicht habe, muss das Spiel jetzt gleich so denken, hey, der hat was erreicht und das muss ich jetzt wieder vermiesen. So. Nochmal in den Notizen gucken. Das ist das Letzte, was wir jetzt... Wir haben jetzt Lebensessenz und eine Drüse von einem Riesenpilz. Das Einzige, was wir brauchen, ist noch Tamt-Teer. Achso, das ist Teer. Tamt-Teer hinzufügen. Dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es dieser Weg existiert. Schon allein das Wort schreiben ist das Wort, das mit dem Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, der Bestandteil des Sekrets des Wasserbewohnenden Karenk. Aber wo der ist, ich habe keinen Schimmer. Bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo ich da suchen müsste. Entweder ist es hier in den Raum noch irgendwo, in einem der Räume, da ist ja noch eine Tür zu. Ich glaube aber von der Seite, ja, von der Seite kommen wir. Ich muss mal ganz kurz mal nachgucken, wie man das kriegt. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe mal ganz kurz nachrecherchiert, wie man dieses Tamt-Teer herbekommt. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, weil wir brauchen ein Stück Fleisch, das wir in den Brunnen herunterlassen können. Problem ist, ich habe keine Ahnung mehr, wo dieser Brunnen ist. Okay, das kann jetzt sein, dass wir jetzt wieder Blackscreen kriegen, weil ich versuche jetzt mal zurückzuflitzen. Und mal sehen, ob ich das hier irgendwie bekomme. Weil es muss ja ganz leicht zu finden sein. Laut dem Wikipedia von Amnesia. Wenn nicht, werden wir das wahrscheinlich in der nächsten Folge finden.
So, ich versuche jetzt mal. Ja, genau, das wäre dieser Bereich hier. Man hört schon, da ist da unten der Karnek. Jetzt brauche ich nur dieses besagte Stück Fleisch. Mich selber runterschmeißen kann ich nicht. Vielleicht finde ich sie irgendwo. Ja, ich brauche aber noch ein Stück Fleisch. Okay, hier liegt nicht einfach so ein Stück Fleisch mal rum. Von Agrippa könnte ich auch nichts abschneiden. Gehen wir mal nach oben. Okay, jetzt habe ich schon gedacht, ich komme da nicht mehr durch. Was ist das hier? Laboratorium, also ein Labor, das wo wir nicht rein dürfen. Daniel, reiß dich doch mal zusammen. Alter Schwede, ist das ein seelisch instabiler Kerl. Wo kriegen wir jetzt das Fleisch her? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Liegt es hier irgendwo rum? Schau mal einfach mal. Liegt hier irgendwo das Stück Fleisch rum? Sieht leider nicht danach aus. Ich kann auch noch ein Stückchen mal nach oben gehen nochmal. Hier liegt auch nichts rum, was ein Fleisch ähneln könnte. Es ist für euch extrem dunkel, oder? Ich sehe es doch. Ein Moment, das haben wir gleich. Mache jetzt gerade mal mitten in der Aufnahme, das ist mir gerade egal. So. Bei YouTube wird wieso das Ganze wieder noch ein Stück dunkler machen. Ganz doch. Also wir brauchen ein Stück Fleisch. Wie gesagt. Nur die Frage, wo kriegen wir dieses Stück Fleisch her? Schauen wir nochmal hier ein bisschen durch. Okay, das kann ich schon nicht mehr bewegen. Ich glaube, das Rätsel habe ich schon gemacht. Aber irgendwo müssen wir ja dieses Stück Fleisch herbekommen. Ich will jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen, aber anscheinend ist dieser Splash-Screen-Problem nur da, wo die Rohre immer lang führen. Es rührt sich nicht. Im Aufbrechen habe ich aber auch nichts, oder? Nö. Okay. Hier liegt auch kein Fleisch rum, aber eine Zunderbüchse. Okay, das ist schwierig. Ich kann auch die Leiter wieder runtergehen, glaube ich. Oder ist es mir jetzt auch nicht mehr erlaubt? Die Leiter ist beim Aufstieg gebrochen. Man kann nicht mehr zurückkehren. Also müssen wir das Fleisch hier irgendwo finden. Wenn wir nicht mehr zurückkehren dürfen, muss das Fleisch hier irgendwo rumliegen. Und wisst ihr was? Dann nehmen wir mal die Lampe auch in die Hand. Weil wir haben genügend Öl und hier erscheint auch anscheinend auch kein Monster. Okay, da kommen wir her. Ich schaue mir noch die ganzen Räume mal hier ab. Mal sehen, ob wir da was noch erreichen können. Hier war ich auch schon drin. Also muss es hier irgendwo geben. Das ist ja leider zu. Ja, da haben wir auch schon gesucht. Okay. Dann müssen wir halt wieder hier runtergehen. Ich kann mich aber erinnern, ich glaube diese Flügel, wo wir da haben, also die zwei Bereiche, wo wir den Tor aufgemacht haben,
Das war ja, ich glaube, das ist sogar der Bereich, wo wir ständig den Blackscreen kriegen. Ich frage mich, warum hier heißen die Entwickler jetzt nochmal irgendwas mit Factorio oder so ähnlich. Warum sie es damals nicht irgendwie gebugfixt haben. Kann mir vorstellen, dass da keiner den Entwicklern wirklich was geschrieben hat, von wegen, hey, da ist ein Bugfehler drin, man kriegt Blackscreen. Okay, ich gehe jetzt mal da lang. Hier am Anfang mache ich nur Licht. Okay, vielleicht finden wir ja hier das sogenannte Stück Fleisch. Okay, da ist keine Fackel drin. So, hier mache ich nochmal zu. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal drin. Ich kann mich da ganz schwach an den Raum erinnern. Aber hier ist, glaube ich, auch kein Stück Fleisch vorhanden. Da haben wir auch schon drauf geklickt. Jetzt ist nur die Frage der Frage. Wo kriege ich das Stück Fleisch her? Was ist hier, wenn ich jetzt hier reingehe, bevor ich hier reingehe? Altarrum-Eingang. Ja, da gehe ich jetzt nochmal nicht rein. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Fleisch hier irgendwo kriegen. Dann gehe ich mal zu den anderen Flügel durch. Alter, ist Agrippa eine Quasselstrippe, ey. Das ist der Wahnsinn. Ach ja, und das ist jetzt der Bereich. Okay. Wenn ich jetzt hier weitergehe, dann komme ich doch wieder zu dieser riesigen Halle. Querschiff. Gehen wir jetzt einfach mal rein. Ja, diese. Ich finde diese Texte eigentlich richtig geil gemacht. Ja, dann kommen wir wieder hier rein. Okay, ist das ein komplett anderer Raum? Weil. Ich glaube, das ist ein anderer Raum, oder spinne ich? Weil hier war doch irgendein so ein Käfig, war doch so ein. Ja, Typ gehockt. Okay, jetzt könnte es jetzt wieder brenzlig werden. Aber das, meine Freunde, vieles und weiter mehr in der nächsten Folge von dem Horrorspiel Amnesia The Dark Descent. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit da draußen. Und lasst euch nicht vom Sammler sammeln. Tschüss.